Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich bitte um noch viel mehr Aufmerksamkeit. Ich brauche Ihre totale Aufmerksamkeit, denn ich habe das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Schön dramatisch. Es nimmt Fahrt auf. Kein Limit? Fragezeichen. Denkt nicht, handelt. Gebt euer Geld aus. Schneller. Im Fluss der beschleunigten Zeit. Ein Wasserfall stürzt in einen viel zu kleinen Becher. Wartet nicht. Tut was. Zwingt euch selber zu eurem Glück. Alles kann man kaufen, nur ein paar wenige unbedeutende Dinge nicht. Reizüberflutung, satt bis zum Erbrechen, geschmacksverstärkte Bilder, Starkstrom durch die Nerven. Zu viel des Guten, zu viel des Schlechten, zu viel von allem. Heutzutage kann man zwischen Lüge und Wahrheit kaum mehr unterscheiden. Selbst der Wetterbericht scheint Fake News zu sein. Nichts ist umsonst, alles hat seinen Preis. Wir bekommen es mit ungleicher Münze heimgezahlt, mit Zins und Zinseszins. So ist es nun mal. Stopp. Sachzwangsstörung. Keine Liebe, in Klammer, Glaube, Angst, Unendlichkeit. Himmel und Hölle sind heute nah beieinander, werden eins, das Gleiche. Die Götter nehmen das Opfer nicht an, die Propheten schweigen. Priester vergiften die Gemeinde, empathische Parasiten schmiegen sich an Herzen. Bosheit quillt aus Mündern. Es wird gesät, es wird geerntet. Geheimnisse werden im Meer versenkt. So sinken sie auf den Grund in schwarze, kalte Tiefe. Grelles, weißes Laborlicht umhüllt den neuen Menschen. Schatten bleiben an der Wand kleben. Alles geht seinen Weg, nirgendwohin. Die Zeit verschwindet in sich selbst. Die Toten sind glücklich, das Leben ist vorbei. Aber vorher wird euch allen noch einmal gedankt für eure Hingabe, für euren unendlichen Glauben. Weltsicht schräg, schräge Weltsicht. Der Wahnsinn hat viele Methoden.
Sinnlose Fragen ergeben sinnlose Antworten. Wer bin ich? Bin ich überhaupt? Warum liebe ich dich? Ich weiß es nicht. Die Hölle bin ich selbst, nicht die anderen. Ich habe gesucht und nichts gefunden. Nur ein Verrückter kann die Welt erklären. Schaltet den Fernseher an, die Lösung eurer Probleme. Ein künstlicher Garten Eden, Paradies 3.0. In der Stadt der Träume, im Haus der Spiegel, siehst du dich unendlich. Die Zukunft hat schon lange begonnen. Übermenschen, Cyborgs, es deutet sich schon an. Ein kaltes Herz, wenig Schmerz, Geistesschutz. Ich werde zornig, denn ich fühle nichts. Elektrische Fantasien, Seelenschwund. Das Wasser des Lebens versetzt mit Aufputschmitteln. Wie auch immer, wo ist der nächste Zigarettenautomat? Also wo ist der nächste Zigarettenautomat? Also dieser Text, also das passt ja gar nicht dazu. Also passt überhaupt nicht dazu. Was ist das eigentlich für ein Scheißtext hier? Also der Scheißtext. Oh, mein Text, mein lieber Text. Oh. Das ist doch scheiße. Ich weiß überhaupt heute nicht, was ich will. Aber ich mache nichts. Ich habe das schon. Da ist auf einem USB-Stick drauf und ich habe es noch zweimal ausgedruckt. Pause, 10 Minuten. Ja, ich möchte noch sagen, dass ganz am Schluss noch ein lustiger Sketch kommt.